Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseum zu unserer zweiten Veranstaltung Talking about a Revolution, Rechtswissenschaft und Filmwissenschaft im Gespräch, was für uns ja eigentlich ein bisschen ungewöhnliches Thema ist hier im Kino. Und ich finde es ein besonders spannendes, also auch schon die letzte Diskussion letzten Freitag fand ich sehr interessant. Es geht um künstliche Intelligenz und Kino. Und die Veranstaltung ist in Kooperation mit dem Exzellenzcluster Normative Orders an der Uni hier in Frankfurt. Und ich würde auch noch ganz kurz auf unsere Ausstellung hinweisen, unsere Dauerausstellung Digital Revolution, die noch bis Ende Oktober hier laufen wird und die sich auch mit den verschiedenen Aspekten der digitalen Revolution beschäftigt. Und in diesem Monat hatten wir auch hier im Kino eine Filmreihe zu künstlicher Intelligenz und so hat sich das sehr schön irgendwie zusammengefunden. Das Thema des heutigen Abends verzerrt das Kino KI. Und ich würde aber direkt jetzt an Frau Friedrichs weitergeben, die dann auch die beiden Referenten des Abends vorstellen wird. Sehr geehrte Professoren Christoph Burchardt und Vinzenz Hediger, sehr geehrte Natascha Gekas, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich von Seiten des Exzellenzclusters die Herausbildung normativer Ordnung und auch besonders im Namen unseres Co-Sprechers Professor Klaus Günther, der leider verhindert ist und sich entschuldigen lässt. Wir freuen uns über Ihr Erscheinen und die gelungene und produktive Kooperation mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum im Rahmen der Ausstellung Digital Revolution zu einem Thema, das auch für die Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters von besonderem Interesse ist. Der Cluster ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der sich mit Krisen, Konflikten, Herausbildungen und Herausforderungen normativer Ordnungen beschäftigt. Solche Ordnungen können politischer, rechtlicher, kultureller oder technologischer Art sein, wie sie sich verändern, wie sich daraus Herrschaftsstrukturen kristallisieren und wie sich Macht und Lebenschancen auch auf transnationaler Ebene verteilen, das erforscht der Cluster. Die Felder der neuen Medien, des Internets und der künstlichen Intelligenz, die uns in ihrem Verhältnis zum Recht heute bereits zum zweiten Mal in diesen Räumen beschäftigen werden, ließen sich ebenfalls als hochgradig dynamische und sicher nicht konfliktfreie normative Ordnungen begreifen. An diesen Gegenständen ist besonders interessant, dass die mit ihnen verbundenen Neuerungen etablierte normative Ordnungen in Frage stellen, verschieben oder gar aufbrechen. Hierzu befindet sich gegenwärtig in unserem Verbund durch Christoph Burchardt ein Forschungsnetzwerk in Gründung, das den Namen die normative Ordnung künstlicher Intelligenz oder kurz NOKI trägt. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, informationstechnische und normative Grundlagen sowie Auswirkungen von KI aus juristischer Perspektive zu erforschen. So soll es auch heute Abend im Hinblick auf den Film The Circle von James Ponsold aus dem Jahr 2017 um Fragen der Privatheit, des IT-Vertrauens und Repräsentation gegenüber einer künstlichen Intelligenz gehen. Wir freuen uns, dass sich zur Diskussion dieser Thematik zwei Experten aus dem Kollegium des Exzellenzclusters zusammengefunden haben, die ich Ihnen beide nun kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Christoph Burchardt ist Inhaber der Professur für Straf- und Strafprozessrecht, internationales und europäisches Strafrecht, Rechtsvergleichung und Rechtstheorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie Principal Investigator am Exzellenzcluster die Herausbildung normativer Ordnung. 2003 erhielt er den Master of Law an der New York University School of Law. Er wurde 2007 an der Universität Passau promoviert und der Titel der Arbeit lautete »Irren ist menschlich«. Vorsatz- und Tatbestandsirrtum im Lichte der Verantwortungsethik und der Emanzipation des angegriffenen Mitmenschen. Von 2007 bis 2013 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und akademischer Rat auf Zeit bei Professor Dr. Joachim Vogel an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und später an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Im Wintersemester 2014-15 vertrat er dort den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsrecht. Seit 2015 ist er Inhaber der Professur für Strafrecht an der Goethe-Universität. Zu seinen jüngsten Publikationen zählen der 2018 erschienene Artikel »Der grenzüberschreitende Zugriff auf Cloud-Daten im Licht der Fundamentalprinzipien der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen« und Beiträge aus 2017 sind »Die normative Offenheit der Völkerstrafrechtspflege, eine deskriptive Annäherung« und
Judicial Dialogue in Light of Comparative Criminal Law and Justice. Ebenso 2017 erschienen ist Strafrechtslimitation als Motor der Strafrechtsexpansion, wissenschaftsethische Vorüberlegungen zu Dual Use Research of Concern aus dem Bereich der Strafrechtswissenschaften. Vinzenz Hediger ist seit 2011 Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Er wurde 1999 an der Universität Zürich promoviert und war bis 2004 Postdoktorand am dortigen Seminar für Filmwissenschaft. 2004 erfolgte die Berufung auf den neu geschaffenen Krupp-Stiftungslehrstuhl für Theorie und Geschichte bilddokumentarischer Formen an der Ruhr-Universität Bochum, den er bis zu seinem Wechsel nach Frankfurt innehielt. Auch er ist Principal Investigator des Exzellenzclusters Die Herausbildung normativer Ordnungen. Zudem ist er Sprecher des Graduiertenkollegs Konfiguration des Films, Vorsitzender des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften und Direktoriumsmitglied des Cornelia-Goethe-Zentrums für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse an der Goethe-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Geschichte und Ästhetik des Films, der Geschichte der Filmtheorie, Filmökonomik und der Wissensgeschichte der Medien. Zuletzt von ihm erschienen sind der Artikel Medienökonomien 2018 in einer Special Issue der Zeitschrift für Medienwissenschaft, Post When, Post What, Thinking the Moving Image Beyond the Post-Medium Condition, ein Artikel von 2017, und Essays zu Filmphilosophie in Co-Autorschaft mit Lorenz Engel, Oliver Fahle und Christiane Voss. Wir sind gespannt, was wir von Christoph Burchardt und Vinzenz Hediger zum Verhältnis von künstlicher Intelligenz im Kino erfahren werden. Und noch einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion und auf die Filmvorführung. Vielen Dank, Frau Friedrich, für die generöse Einführung. Dienstagabend, volles Haus. Beim Anstehen haben Christoph und ich uns natürlich erst gefragt, ob das an uns liegt. Und dann dachten wir, vielleicht ist es das Thema. Und dann sahen wir plötzlich das Plakat und haben uns erinnert, dass Emma Watson und Tom Hanks in dem Film die Hauptrolle spielen. Und das erklärt jetzt alles. Aber wir sind jetzt trotzdem hier und sagen noch ein paar Takte vor dem Film. Die Idee ist, dass wir Ihnen erklären, weshalb wir hier sind und weshalb wir diesen Film gemeinsam anschauen wollen. Danach führen wir ein Gespräch, möglicherweise ein Streitgespräch, wir werden sehen. Und dann gibt es eine Diskussion mit allen von Ihnen, die dann noch Interesse haben, mitzudiskutieren. Das Wunderbare am Exzellenzcluster normative Ordnungen ist, dass da Rechtswissenschaftler und Filmwissenschaftler aufeinandertreffen und Gespräche führen. Und eines dieser Gespräche steht am Ausgangspunkt oder ist der Ausgangspunkt dieses Abends und auch der Veranstaltung, die schon am Freitag stattgefunden hat. Ich habe Christoph Burchardt mal erzählt, also er hat dieses KI-Projekt Noki in Gründung am Laufen im Cluster. Und ich habe gesagt, das ist interessant. Ich habe jüngst einen Text geschrieben über Kino und künstliche Intelligenz. Da steht drin, dass das Kino so etwas wie erlebte Technikfolgenabschätzung macht und uns hilft, uns vorzustellen, wie es sein wird, in einer Welt mit künstlicher Intelligenz zu leben. Und dann hat Christoph gesagt, das ist interessant. Ich habe einen Artikel geschrieben, da steht genau das Gegenteil drin, nämlich, dass das Kino uns daran hindert, die Welt zu akzeptieren, die in der wir schon leben und bald leben werden, die eine Welt ist, in der künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt. Also seine These war, die Repräsentationsform des Kinos implantieren Vorstellungen in den Köpfen der Leute, die nicht unbedingt produktiv, sondern teilweise eher hinderlich sind. Da war meine Reaktion, das ist so eine frankfurterische Aussage, das müssen wir in die Öffentlichkeit tragen, diese Diskussion in Frankfurt im Filmmuseum. Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Mein Lieblingszitat von Adorno stammt aus den Minima Moralia und lautet, wir warten, bis das Wasser steht, danke. Adorno in den Minima Moralia schreibt, jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, komme ich dümmer und schlechter wieder heraus. Und das wirft zwei Fragen auf. Die erste ist, weshalb geht er immer wieder hin? Weil offensichtlich geht er immer wieder hin. Und die andere ist, das Kino ist ihm offenbar wahnsinnig wichtig. Und er ist davon überzeugt, dass im Kino für die Gesellschaft entscheidende Dinge passieren. Denn über eine Dichterlesung würde er das nicht sagen.
Ne? Aber über das Kino sagt er es. Und das ist insofern eine sehr frankfurterische Aussage, eine kritische Theorie-Aussage. Insofern diese Art des Denkens in der Tat in Frankfurt wohl etabliert ist und in gewisser Weise auch formuliert, geformt wurde und von hier aus wirkmächtig in die Welt getragen wurde, wenn man das so formulieren will. Jedenfalls ist es so, dass dieser Grundgedanke, der dahinter steht, in verschiedenen Variationen, für die Filmwissenschaft als kritisches Fach, die im Übrigen in Deutschland auch in Frankfurt und zwar aus der kritischen Theorie heraus etabliert wurde, unter anderem von Heide Schlüppmann und Gertrud Koch und Miriam Hansen, dass in der Filmwissenschaft als kritischem Fach dieser Gedanke, dass das Kino eine Form der Repräsentation ist, die eminente gesellschaftliche Konsequenzen hat, sehr differenziert entwickelt wurde. Das ist sicherlich so bei Krakauer, Siegfried Krakauer, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, das viele von Ihnen kennen, von Caligari zu Hitler, ein Buch, das er im amerikanischen Exil schrieb im Jahr 1943. Dessen These eigentlich lautet, das Weimarer Kino legt die deutsche Gesellschaft auf die Couch. Da träumt die deutsche Gesellschaft in den Filmen des Weimarer Kinos ihre Pathologien. Und wenn wir da mit einem analytischen Gespür und durchaus kritisch-psychoanalytischen Gespür rangehen, dann sehen wir eigentlich, dass die schon von Hitler träumen und dass der Nationalsozialismus in diesem Kino präfiguriert wurde. Das heißt, das ist ein erster Ansatz, in dem den filmischen Darstellungsformen eine eminente soziale Symbolisierungsfunktion, aber auch eine soziale Wirkungsfunktion zugeschrieben wird. Und die andere pointierte Formulierung dieses Gedankens, die gewissermaßen das noch düsterere Gegenstück dieser Lesart des Kinos als eine Repräsentation sozialer Verhältnisse ist, findet sich dann natürlich bei Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung in dem berühmten Kapitel über die Kulturindustrie und in den vielfältigen Äußerungen von Adorno übers Kino, zu denen eben auch dieses sehr schöne Zitat aus den Minima Moralia zählt, wo eben gesagt wird, das Kino ist eine durchaus eine Kunstform, wenn eben auch eine ökonomisch durchwirkte und dadurch suspekte, die aber ernst zu nehmen ist, weil sie ernsthafte gesellschaftliche Konsequenzen hat, weil sie über ihre Darstellungsformen bestimmte soziale Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und andere abschneidet. Und genau das, würde ich sagen, ist der Ausgangspunkt hier, wo wir sagen können, das ist der Streit, den wir führen können. Eröffnet das Kino Möglichkeiten oder schränkt es sie ein? Und Christoph Burchards Einsatz ist zu sagen, größtenteils, was die künstliche Intelligenz angeht, dieser sich rasch entwickelnde Bereich technologischer Entwicklung, der uns vor vielerlei Herausforderungen stellt. Am Freitag haben wir 2 Stunden diskutiert darüber, was es bedeutet, wenn wir es mit Kunstwerken zu tun haben, die von einer Maschine hergestellt werden und keinen Autor mehr haben. Was bedeutet das für das Urheberrecht? Was bedeutet das für die ästhetische Theorie? Was bedeutet das für das Publikum? Da steht einiges auf dem Spiel. Und mit den rechtlichen Konsequenzen beschäftigt sich Christoph Burchardt eben ausführlich in seinem Projekt, in seiner Arbeit. Und wenn es ums Kino geht, sagt er, meistens steht es im Weg. Das ist dein Einsatz. Ja gut, dann bin ich ja schon in der Ecke stehend. Ich wusste ja, dass ich hier gegrillt werde, aber dass es so schlimm ist. Und ich fühle mich auch schon wie bei der Staatsanwaltschaft mit den Lichtern, die hier auf mich zuführen. Spezialist für Prozessrecht. Ja genau, es muss dann bloß noch gefragt werden, wo ich dann gestern Abend war. Ich fange mal so an. Also das Gespräch freut mich heute extrem, weil ich etwas machen kann, was ich sonst immer nur privat gemacht habe, nämlich Filme anschauen und insbesondere Science-Fiction-Filme anzuschauen und darüber dann auch tatsächlich akademisch reden. Vor 10 Jahren hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, über irgendwelche abgedrehten Science-Fiction-Filme, Star Trek und dergleichen mehr, akademisch was reinzuschreiben. Heutzutage mache ich mit einem gewissen Amüsement solche Fußnoten und meine Mitarbeiter schauen mich meistens an und fragen, was das denn eigentlich ist. Über was ich da rede. Lass mich mal so anfangen. Das Erkenntnisinteresse, das mich heute hier hingeleitet hat, das Wissenschaftliche, ist im ersten Schritt erstmal, dass ich beobachte,
beobachtet habe. Und meine Beobachtung führt mich dazu, so gleich noch eine These aufzuwerfen, was die Ursache ist, warum, wie ich gleich vertreten werde, das Kino einen bestimmten Aspekt von künstlicher Intelligenz ausleuchtet und einen anderen nicht. Darüber können wir dann nachher noch reden. Also es kann entweder sein, dass es eine pathologische gesellschaftliche Debatte widerspiegelt, repräsentiert, quasi das Kino als Konditioniertes oder umgekehrt das Kino als etwas Konditionierendes, und gegebenenfalls ist ja beides in einer Dialektik verwoben, sodass ich gar nicht so weiß, ob man das so in diese beiden Ecken stellen muss. Und ich würde auch sagen, interessant ist gerade natürlich eine Analyse dessen, was nicht beleuchtet wird, die blinden Flecken, sodass darin auch ein gewisser Erkenntniswert liegt, sodass ich mich gar nicht so in der Adorno-Ecke sehe, aber wir werden sehen, ob wir heute Abend blöder rauskommen, als wir reingegangen sind. Das liegt dann ein bisschen an uns vielleicht. Die These, die ich habe, ist wie gesagt beobachtend, wenn ich mir den Mainstream an Filmen anschaue, in denen künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, dann behandelt hier der Film sogenannte starke künstliche Intelligenz. Das geht zurück bis 1927, Metropolis, in dem der Maschinenmensch quasi im Zentrum stand, geht dann über ganz viele Filme, die ich jetzt hier nicht aufzählen muss, nur vielleicht nur so ein paar Highlights. 2001 Odyssee im Weltraum, also ein selbstbewusster Computer, der dann mit diesem roten Licht angedeutet ist. Natürlich über die Kassenschlager Terminator dann in den Ende der 80er Star Trek The Next Generation, der gute alte Lieutenant Commander Data, dann 2018 abgelöst wurde in der nächsten Staffel. Jetzt hier zeigt sich der Trekkie in mir, Star Trek Discovery Second Season, in dem dann eine künstliche Intelligenz Central aktiv wird. Also nur bei Data war es die gute künstliche Intelligenz. 2018 war es dann die böse. Aber auch andere Filme, iRobot, Ex Machina. Überall tritt uns die starke künstliche Intelligenz entgegen, und damit ist gemeint künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz anstrebt, erreicht hat oder übertroffen hat. Und dann die Fragen verhandelt, wie sich entweder Mensch in eine Maschinenwelt einfindet, dystopisch gedacht Terminator, dann ist nichts mehr zum Einfinden, oder umgekehrt die Frage stellt, wie sich diese selbstbewusste künstliche Intelligenz, selbstbewusste Androiden, intelligente Androiden in die Menschenwelt einfinden. Das sind die Fragen, die dort verhandelt werden, und ich bestreite gar nicht, dass die wichtig, dass die spannend für die Zukunft vielleicht wirklich essentiell sind. Aber was mich dann einfach gewundert hat, ist, dass eine andere Spielart der künstlichen Intelligenz, die heute ubiquitär in den Medien steht, die sogenannte schwache künstliche Intelligenz, nicht so stark oder fast überhaupt nicht im Kino vertreten zu sein scheint. Hier die salvatorische Klausel, wahrscheinlich werden mir gleich 20 Filme entgegengeworfen, wo das der Fall ist. Und unter schwacher künstlicher Intelligenz sind Systeme zu verstehen, die auf spezielle Anwendungsbereiche optimiert sind und dort Fähigkeiten versprechen, die den Menschlichen überlegen sind. Das geht durch die Presse, dass sie wieder lesen, dass ein Schachcomputer oder ein Pokercomputer oder ein Go-Computer den Menschen geschlagen hat. Das Partikulare daran ist, dass ein Schachcomputer nicht pokern kann und der Pokercomputer nicht Go spielen kann und der Pokercomputer natürlich auch nicht Auto, also das selbstfahrende Auto, lenken kann. Gleichwohl ist mit diesem KI, ich nenne es jetzt mal pejorativ Hype, in der Regel heutzutage nicht versprochen, dass wir morgen mit Lieutenant Commander Data einen Kaffee trinken gehen, sondern es wird hier versprochen, dass diese Governance, die durch künstliche Intelligenz, schwache künstliche Intelligenz vollzogen werden kann, die Ordnung menschlicher Interaktion durch künstliche Intelligenz, dass diese besser
schneller und auch billiger ist. Und dahinter steht, so würde ich in den Raum stellen wollen, zur Diskussion stellen wollen, ein fundamentaler Wechsel in einer fundamentalen normativen Ordnungsdimension unserer gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen, nämlich Vertrauen. Vertrauen nicht mehr in den Mitmenschen, sondern Vertrauen in Technik beziehungsweise Vertrauen in die hinter Technik stehenden Firmen oder Entitäten. Also das wäre der Topos Vertrauen, der mir heutzutage wichtig zu sein scheint. Wir haben auch darüber gesprochen, Blockchain und dergleichen mehr geht in die gleiche Richtung. Das Zweite, was Sie wissen müssen, ist, diese schwache künstliche Intelligenz funktioniert ganz häufig so, dass man einfach aus einem Sammelsurium an Daten diese Maschinen Korrelationen aufzeigen können, die dem menschlichen Gehirn nicht zugänglich sind. Das heißt, die Vulgo Big Data Auswertung dieser Maschinen ist einfach fulminant und KI und Big Data sind hier sehr eng miteinander verquickt. Um an diese Daten ranzukommen, muss man natürlich irgendwie Daten sammeln und das läuft negativ formuliert unter dem Paradigma des Überwachungsmodells bis hin zur Überwachungsgesellschaft, was dann wichtige Fragen nach sich zieht, wie es denn um die Privatheit, Privatsphäre in einer entsprechend durch KI und Big Data überwachten Gesellschaftsform aussieht. Der dritte Aspekt, natürlich Macht. Wie gibt es, welche Machtverschiebungen stellen sich ein, hin zum Beispiel zu großen Tech-Companies, aber natürlich auch dass der Rolle des Einzelnen, der sich gegebenenfalls und häufig selbst dieser Überwachung unterwirft und damit sozusagen sich selber diesen neuen Machtstrukturen preisgibt. Gegebenenfalls natürlich auch autoritär vereinnahmbar, sobald wir ein entsprechendes autoritäres Regime dahinter haben. Ich schaue jetzt auf keinen Staat, der mit C anfängt, aber wenn man da hinguckt, könnte man das entsprechend denken. Und das Spannende daran würde ich als letzter Punkt aufwerfen, ist, dass die grundlegenden normativen oder ideologischen Vorstellungen, warum man KI einsetzt, offen sind. Man kann es machen aus einem neoliberal-kapitalistischen Motiv heraus. Das wird uns auch in dem Film dann begegnen. Und Shoshana Zuboff hat vor kurzem ein großes Buch dazu entworfen, der Überwachungskapitalismus. Man kann es aber auch aus, wenn Sie so wollen, humanistischen, weltverbesserischen Motiven heraus betreiben, aus einem wissenschaftlichen Rationalismus, einem Scientismus, der da drinnen steckt und wie ich zum Schluss auch noch gesagt habe, eben aus ganz herrschaftspolitisch autoritären Motiven heraus. Und diese normative Offenheit, wie man KI betreiben und warum man KI betreiben kann, ist, glaube ich, auch etwas, was wir mit Blick auf diese schwache KI, wie die eben genannt wird, im Blick behalten müssen. Das bringt mich dann zu dem Film, den wir heute anschauen. Ich schicke gleich vorweg, der Film ist in der Kritik jetzt nicht wirklich gut angekommen und ich gebe auch zu, dass der etliche sicherlich filmische Defizite hat. Das ist immer schlecht, wenn man am Anfang den Film schon schlecht redet, aber egal, das ist der Jurist, der schickt gleich mal einen Disclaimer voraus. Wenn es dann schief geht, kann ich immer sagen, habe ich ja vorher schon gesagt und wenn es super ist, dann haben Sie was gelernt. Das Wichtigste ist, du hast ihn nicht gemacht. Nein, ich habe ihn nicht gemacht, leider, sonst hätte ich ja Emma Watson kennengelernt. Was da eigentlich der Grund ist, warum ich dann hier vorne auch sitzen darf und das mir anschaue. Aber wenn man über diese Defizite hinwegschaut, stelle ich mir die Frage, ob die in dem Film adressierten Fragen und Themen es nicht wert sind, mehr und vielleicht auch besser in der Zukunft thematisiert oder filmisch repräsentiert zu werden. Und diese Frage würde ich dann quasi Ihnen mitgeben. Also sind die Fragen nicht so wichtig, dass man sie häufiger besser verpackt im Kino finden sollte? Und wenn das der Fall ist, warum ist es noch nicht so pathologisch gegebenenfalls, um es zu tun? Ja, das ist die Eröffnung. Darf ich noch fragen, ob jemand Eis will? Nein, Entschuldigung, aber das... Der nächste Schritt ist, dass wir uns den Film gemeinsam anschauen und dann gehen wir mit einem dialektischen Blick daran
und gehen genau den Fragen nach, die jetzt aufgeworfen wurden. Die Frage nach der Repräsentation, nach den Potenzialen der Repräsentation und nach den verschiedenen Formen schwacher künstlicher Intelligenz, die eben für die Filmdramaturgie natürlich nicht dieselbe Attraktivität haben, weil sie nicht Personalität gewinnen und nicht als handelnde Avatare so einfach vorgestellt werden können. Niemand macht Filme mit Pilzen als Hauptdarsteller. Und das ist ein dramaturgisches Problem. Darüber sprechen wir gleich. Okay. Das Arrangement des Abends hat Sie dazu gezwungen, die ganze Titelsequenz anzuschauen, was insofern lehrreich ist, dass man sehen konnte, dass ungeachtet aller Digitalisierung der Filmproduktion immer noch mehrere hundert Leute an der Produktion eines solchen Films beteiligt sind. Die werden mittlerweile natürlich alle aufgeführt, weil es darum geht, Credit zu erwerben, um entweder nach Gewerkschafts Gehaltsstrukturen bezahlt zu werden oder es um es in die Gewerkschaft schaffen zu können, was wichtig ist in Hollywood, weil da gibt es richtige Krankenversicherungen, man kriegt Überstunden bezahlt und so weiter. Deswegen sind diese Titelsequenzen so ellenlang. Was Sie auch gesehen haben, ist, da gibt es eine Reihe von Zuliefererfirmen, also das Ding ist zusammengeschraubt wie ein Automobil. Technik, Special Effects sind ausgelagert und so weiter. Und was Sie auch gesehen haben, es gibt diesen Credit am Ende, filmed entirely in California, da sind sie wahnsinnig stolz drauf, aber die ganzen Special Effects wurden in China gemacht. Das haben sie der Namensliste angesehen. Letztes Produktionsdetail, das Geld kommt aus Abu Dhabi. Also der Film wurde produziert mit Geld von einer Tochterfirma des staatlichen Medienkonzerns in Abu Dhabi. Abu Dhabi hat in den letzten 15 Jahren sehr stark ins Filmgeschäft investiert. Wir hatten auch ein Filmfestival eine Zeit lang, versuchten so etwas wie eine lokale Filmproduktion aufzubauen, haben sich sehr stark nach Indien und Afrika orientiert. Jetzt gab es einen Kurswechsel und jetzt schicken sie das Geld nach Hollywood und machen so einen Film. Letzter technischer Aspekt. Der Film war ein Flop, muss man so sagen. Es wird ein Produktionsbudget von etwa 18 Millionen angegeben, was ich für eine Untertreibung halte, weil die Stars alleine normalerweise zweistellige Startgagen kriegen. Eingespielt an der Kinokasse hat er in den USA 25 Millionen oder sowas. Wenn Sie die Produktionskosten von, sagen wir mal, 20, 25 Millionen nehmen und dann noch die Vermarktungskosten von nochmal 50%, dann sehen wir, dass der Film in den roten Zahlen geblieben ist. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, weil 80% aller Filme ohnehin Flops sind. Und die restlichen 20% machen dann das ganze Geld. Also das ist keine Tragödie, außer für den Regisseur, der es wahrscheinlich schwierig haben wird, nochmal einen Film dieser Größenordnung machen zu können. Und im Übrigen einer der anderen Filme, über die wir vielleicht auch sprechen können, Her, der von Spike Jonze ist, in dem es um jemanden geht, der sich in das Betriebssystem seines persönlichen Computers verliebt. Das Betriebssystem wird gespielt oder gesprochen von Scarlett Johansson. War auch nicht so erfolgreich. Also der hat 25 Millionen gekostet auch und etwa 40 Millionen weltweit eingespielt. Der kommt so eben raus, aber ist eben eigentlich auch im Bereich des Flops. Also das ist auch interessant, dass die Filme, die diese Thematik adressieren, im Moment zumindest nicht die ganz große Resonanz finden, aber sie haben ein Nachleben. Also die sind eben präsent und werden dann immer wieder geschaut und sind auf DVD zugänglich. Wir hatten jetzt sogar das Glück, hier eine Kinovorführung zu sehen. Man könnte natürlich eine große Diskussion darüber führen, ex post facto ist man immer schlauer, weshalb der Film nicht wirklich funktioniert hat. Dass Tom Hanks so eine eindimensionale Figur spielt, die überhaupt keine Entwicklung durchmacht und am Ende einfach vorgeführt wird, ist bei den Figurenprofilen, die er üblicherweise hat, nicht gut. Ne? Also da geht das Publikum raus und sagt, was macht Tom Hanks in diesem Film? Könnte man auch einen Charakterdarsteller dafür nehmen? Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, sondern es geht darum, wie die hier mit künstlicher Intelligenz verfahren wird, wie die Paradoxien vielleicht auch der schwachen künstlichen Intelligenz verhandelt werden. Wenn ich noch eine letzte rahmende Anmerkung machen kann, was das Genre oder die Positionierung angeht, ist es ein Film, der, könnte man sagen, in der Tradition
der ersten Filme von Michael Crichton steht, dem Schriftsteller, Filmregisseur, später in seit den 90er Jahren vor allem Bestsellerregisseur, der 1972 einen Film gemacht hat, der hieß Westworld, der mittlerweile als TV-Serie wiederbelebt wurde, wo es um einen mit Robotern ausgestatteten Vergnügungspark geht, wo man in den Wilden Westen gehen kann und Cowboys erschießen kann. Und irgendwann kommt es zum Aufstand der Roboter und dann wird es gefährlich. Und Crichton hat dann später 1978 einen Film gemacht, der hieß Coma, wo es um dunkle Machenschaften in einem Spital in Boston geht, wo plötzlich ganz viele Leute ins Koma fallen und dann stellt sich raus, das ist eine Art Organmafia, die dann alle ausbeutet. Und der Film ist ganz ähnlich konstruiert. Geneviève Bujold spielt eine junge Frau, die diesen Sachen auf die Spur kommt und dann das System von innen heraus auffliegen lässt. Also in diesem Sinne, also was jetzt die dramaturgische Konstruktion angeht, eine ganz ähnliche Sache. Also da gibt es eine solide Tradition dieser Art von, sagen wir mal, technologieskeptischer Thriller, die aber eben, und das ist ja das Besondere bei Crichton, eben Technologie nicht dämonisieren, sondern eher sowas wie die Paradoxien oder Komplexitäten von Technologie aufgreifen, nun eben aber mit künstlicher Intelligenz. Aber vielleicht sagst du uns mal, was an dem Film dir zustimmungsfähiger erscheint in der Darstellung künstlicher Intelligenz, als du dies bei gewissen anderen Filmen vorfindest. Also vielleicht am Anfang auch von meiner Seite, dass ich den Film für Sie jetzt sozusagen hier, den können Sie mir ans Revers schreiben. Das tut mir leid, aber wenn Sie einen anderen Film, der diese Fragen verhandelt, finden oder mir geben, sehr, sehr gerne immer her damit. Ich hatte ja am Anfang schon angekündigt, dass ich auch nicht glücklich bin, wie die dramaturgische Ausgestaltung des Films läuft. Ja, die Charaktere sind extrem stereotyp, haben nicht wirklich Leben, da der Mercer ist ja letztlich ein Witz, genauso wie der Tyler Fitt, der könnte auch böse sein, das war dann der Quotenschwarze, der auch noch in den USA mitgeführt werden muss. Also da kann man an vielen Dingen Kritik üben. Die Fragen, die mich interessieren, und jetzt wenn Sie gemerkt haben, ich habe in meinem einführenden Statement ja nie einmal vom Recht gesprochen. Und die Frage, was das mit Recht zu tun hat, vielleicht sehen Sie es jetzt, wir könnten einen dramatischen Wandel von dem, was wir normalerweise mit Recht gemacht haben, verzeichnen, wenn wir eben auf diese Technologie setzen. Strafrecht, ich bin Strafrechtler von Haus aus, kommt immer zu spät. Ist immer ex post facto. Wir wollen zwar mit der Straftat, wenn wir sie dann strafen, für die Zukunft wirken, aber eigentlich ist die Paradoxie des Strafrechts, dass es quasi erst auf den Plan kommt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und diese Technologie, die uns hier anheimgestellt wird, ist darauf ausgelegt, dass man Straftaten verhindern kann, bevor sie begangen werden. Das ist in dem Film Minority Report nochmal sozusagen zugespitzt. Nur im Minority Report ist es auch spannend, dass in dem Film Telepathen eingesetzt werden. Hier sind es nicht Telepathen, hier ist es Technologie. Und wenn Sie jetzt glauben, das ist alles Unsinn und alles Science Fiction, dann muss ich Sie leider warnen, nein. Diese Systeme laufen natürlich auf einem wesentlich niedriger schwelleren Level, aber sie laufen in den USA, sie laufen in Hessen. Das läuft unter dem Header Predictive Policing, dass man versucht, Straftaten zu verhindern, bevor sie begangen worden sind. Und das ist so eine Dimension, die mich an dem Film, wenn Sie so wollen, mehr erschreckt, als wenn da jetzt ein Roboter selbstbewusst wird oder in Westworld die Revolution anzettelt. Der Film hat die Verdichtung von Themen, die wir heute, wenn man etwas mit offenen Augen durch die Welt geht, eine Verdichtung von Themen überspitzt, pointiert, überpointiert in seiner Konstruktion drinnen, die, und das ist eben meine Ausgangsthese, ich selten verhandelt sehe im Film. Und
meine Frage an dich, an Sie ist, müssten wir nicht damit mehr uns auseinandersetzen? Du hattest am Anfang gesagt, in der Tat, wie stellt man das dramaturgisch dar? Mich spricht der Film dramaturgisch deshalb an, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, die Themen, die da aufgeworfen sind, in ihrer Zuspitzung so erschreckend finde, dass es mich mehr erschreckt, als dass, wie gesagt, in Westworld diese Cowboys aufwachen und jetzt die Revolution anzetteln oder ein Terminator herumläuft und die Menschheit bedroht. Das sind alles Science-Fiction-Szenarien und zwar so bewusste Science-Fiction-Szenarien, weil wir da in dieser Welt noch nicht leben. In dieser Welt, die hier dargestellt wird, ich würde sagen, da rutschen wir rein oder sind wir schon drin in vielen Punkten. Ja, Datensammelwut, die haben wir, nur nicht so offen, aber die ist da. Die bewusste Transparenz, das Hingeben der Daten, um etwas zu erreichen, zum Beispiel natürlich, um medizinischen Fortschritt zu gewähren, aber wir hatten es vorher davon. Natürlich kann man heute auf seine Apple Watch schauen und seinen Blutdruck messen. Ich weiß nicht, ob die Ärztin, mit der ich vorher gesprochen habe, noch hier ist, die in der Tat erzählt, dass ihre Patienten zu ihr kommen, weil sie beunruhigt sind, weil die Apple Watch ausgeschlagen hat. Oder ein anderes, ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung betreiben, ein anderes wunderbares Medizintechnikprodukt. Kaufen Sie das, ich habe Fleisch dabei. Nein. Also deswegen die Kumulation an Fragen, die Übertragung von originär staatlichen Aufgaben an private Companies. Heute in der Presse, die Bundesregierung hat Bedenken gegen diese neue Libra-Währung, die Facebook einführen will. Herzlichen Glückwunsch, da kann die Bundesregierung Bedenken haben. Ich bin gespannt, ob sie es wirklich verhindern können. Also all diese Fragen, die in dem Film, wie gesagt, pointiert, überpointiert dargestellt werden, haben ganz häufig einen realweltlichen Hintergrund. Und wie gesagt, das erstreckt mich mehr. Und vielleicht ist die Pathologie die, dass wir sie normalerweise gar nicht echte pathologische Fragen in diesen Blockbuster-Filmen diskutiert sehen wollen, weil das vielleicht erschreckender ist. Dann machen wir lieber Age of Ultron, das ist, glaube ich, der Marvel-Film, wo mal künstliche Intelligenz der große Blockbuster war, wo dann hunderte von Millionen im grünen Bereich waren. Und da können wir uns dann gerne mit Marvel und mit Superheroes und mit künstlicher Intelligenz, aller starke künstliche Intelligenz, selbstbewusste Intelligenz auseinandersetzen, weil das eine Zukunftsfrage ist, über die man jetzt, ich möchte nicht sagen gemütlich, aber noch ohne echte utopische oder dystopische Anwandlungen diskutieren muss. Bevor ich dir dann zustimme und wir diesen Strang weiterverfolgen, kommt auch, ja, will ich einen kleinen Schritt zurückgehen. Es gibt einen mediengeschichtlichen Vorläufer dieser datenbasierten Strategie, Verbrechen zu verhindern, bevor sie passieren. Und das ist in der Fotografiegeschichte ein hinlänglich bekanntes Beispiel, Bertillons Genau, die Verbrecherprofile, also der einfach so etwas wie eine Physiognomik der Verbrecher herzustellen versucht hat, eine merkwürdige Mischung aus Lavater und Fotografie, nicht? Riesige Archive von Verbrechertypenfotografien angelegt hat und dann die in der Polizeiarbeit einsetzen wollte, also im Sinne von, nehmt diese Fotos, schaut, geht in die Kneipen und schaut, ob ihr diesen Typus findet und dann können wir die gleich verhaften, bevor sie ihre Verbrechen begehen. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Da kannst du als Strafrechtler besser Auskunft drüber geben und Polizeirechtler ist auch rechtlich hochproblematisch. Aber es ist eine technologiebasierte Fantasie in der modernen Medientechnik einzusetzen, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie passieren, also gewissermaßen projektiv zu operieren. Und vor dem Hintergrund des Scheiterns aller bisherigen Bemühungen würde ich zunächst mal die Frage stellen,
wie berechtigt ist denn diese Besorgnis? Also das Wunderbare an einem solchen Film ist ja, dass er uns das Gelingen technologischer Anordnungen vorführen kann, die in der Realität dann zwar nahe dran sind, aber dann doch noch nicht umgesetzt werden können. Also was diese Firma ja ist, ist eine Integration von Apple, Google und Facebook, nicht? Alles in einem. Da sind wir noch nicht, aber da könnte man vielleicht mal hinkommen und so. Da ist die Frage, jetzt mal einfach einen Schritt zurück gesprochen, sind wir so nahe dran und müssen wir nicht auch aufpassen, dass wir nicht den Selbstfeier-Rhetoriken der Tech-Industrie zu sehr aufsetzen. Also was ja in dem Film sehr schön gemacht ist, ist das Nachstellen dieser Talks, die die Firmenleiter dann jeweils führen. Da gibt es auch eine bestimmte Ikonografie. Steve Jobs, der das iPad vorstellt und dabei die Ikonografie des Evangelisten Markus nachahmt, der das Buch des Lebens vorführt und so. Da gibt es eine ikonografisch gesättigte Rhetorik der Effizienz, die dann in der Wirklichkeit vielleicht noch gar nicht so nahe dran ist. Jetzt muss er natürlich die Widerrede führen und sagen, doch, ist alles so schlimm wie hier gezeigt. Nein, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ich trete auch einen Schritt zurück und möchte einfach auf drei Punkte, glaube ich, hinweisen. Zum einen ist, dass für den, in der Tat, diese Technologiegläubigkeit auf anderen Feldern, auch natürlich in meiner Disziplin, dem Strafrecht, die haben wir seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten drinnen. Das Neue, würde ich sagen, das qualitativ Neue ist das Ubiquitäre der künstlichen Intelligenz. Das können Sie einsetzen, eben um Straftaten zu verhindern. Sie können es die grundlegende Technik, ja. Sie können es verwenden, um zu prüfen, und so wird das momentan schon gemacht, um Asylbewerber in England vorzusortieren, ob sie ein Asylrecht haben. Es wird in den Niederlanden werden Schüler in Schulen eingeteilt mit entsprechenden Algorithmen. In den USA, wie ich vor ein paar Wochen hier in einem öffentlichen Vortrag erzählt habe, werden Strafzumessungsentscheidungen vorbereitet, indem mit so einer Art Ampelsystem geschaut wird, ob Personen eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen werden in der Zukunft. Also das Ubiquitäre der künstlichen Intelligenz ist einfach etwas qualitativ Neues, was wir, glaube ich, so noch nicht hatten. Und das müssen wir berücksichtigen. Wenn Sie, das fand ich ein sehr schönes Video, das mich als Bayern natürlich extrem erschreckt, dass Microsoft jetzt damit Werbung macht, dass man mit künstlicher Intelligenz besser Bier brauen kann. Aber das zeigt, dass die, also wie gesagt, als Bayer ist das ist natürlich das ganz böse Beispiel, weil wir wissen ja, wie man es macht, also wir wissen es, mit dem Reinheitsgebot. Das zeigt einfach, dass dieses Flächendeckende etwas ist, was man berücksichtigen muss. Der zweite Punkt, der, glaube ich, gerade in dieser Technologiedebatte sehr virulent ist und in dem Film auch, wie ich finde, ganz, ganz eindrücklich geschildert wird, ist, wenn die Technik versagt, dann verbessern wir die Technik. Das ist ja das Tolle, dass wenn Sie einfach ein Defizit sehen, dann kommen wir in die nächste Entwicklungsstufe. Das heißt, alles, wenn wir jetzt anfangen zu bagatellisieren oder zu subversiv zu argumentieren, das funktioniert alles nicht, ist das ja gerade kein Fundamentalargument gegen die Technik, sondern es führt nur zum okay, haben Sie recht, dann machen wir die nächste Entwicklungsstufe und dann wird es besser. Und wenn das dann wieder nicht funktioniert, wieder. Und dann kommen wir in eine entsprechende Schleife rein. Wir kommen nie raus. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir nicht übersehen dürfen. Und der dritte Punkt, und ich bin immer noch nicht bei deiner Frage, aber wir müssen die Frage kontextualisieren, ist, dass wir heute in einer Welt leben, in dem diese Anstrengungen nicht von verrückten Professoren, Lombroso und dergleichen mehr betrieben werden, sondern von großen Firmen, von Staaten, die damit ganz spezifische Interessen verfolgen, Machtinteressen verfolgen. Und deswegen kommen wir da nicht mehr so leicht raus und sagen, das ist alles
Quatsch. Das wird uns entsprechend verkauft und das wird entsprechend gekauft. Und deswegen aus einer sozial-konstruktivistischen Sicht müssen wir künstliche Intelligenz, glaube ich, als Faktor anerkennen und wahrnehmen und kritisch beleuchten, unabhängig von der Frage, ob das wirklich funktioniert. Darum geht es gar nicht. Ja. Es wird uns so verkauft, dass es funktioniert. Alle oder viele glauben es, Entscheidungsträger glauben es. Und dadurch läuft die Maschine im wahrsten Sinne des Wortes, sodass diese von dir gestellte kritische Frage, wo sind wir denn, unter verschiedenen Aspekten, ich möchte nicht sagen, die falsche ist, sie ist die völlig richtige, aber sie kommt gar nicht an. Ja. Genau, also anderes Beispiel, Frühgeschichte der Unternehmensberatung, 10er, 20er Jahre, einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, Florian Hof, hat dazu ein schönes Buch geschrieben, Engel der Effizienz heißt es. Und eine der Pointen des Buches ist, funktioniert eigentlich alles nicht, wird aber trotzdem gemacht, weil das Management daran glaubt. Ne? Und deswegen bezahlen die das alles und deswegen wird das weiter gemacht. Und dann muss man sich dieser Art von imaginierter Effizienz dann stellen, weil das natürlich Folgen hat, also weil Regierungen rechtliche Rahmen so bauen, dass das alles möglich wird, auch wenn es technisch noch nicht perfekt gemacht wird und da muss man sich dem eben so stellen. Das Interessante an dem Film ist ja, dass er eigentlich damit endet, dass die ursprüngliche Vision, diese Menschenrechtsfantasie, kein Tyrann ist mehr sicher vor unserem Blick, die ist ja realisiert. Nicht? Also sie vollendet eigentlich das Projekt, indem sie die beiden Bösewichte ausschaltet und am Ende geht sie wieder rudern, aber ist eigentlich ganz zufrieden und wir sehen sie in einem Bildschirm unter Tausenden, wo dann die gesamten Volksaufstände der Welt live übertragen werden und das Projekt eigentlich realisiert wird. Und darüber könnte man ja auch streiten, was ist denn das überhaupt für eine Fantasie? Die andere politische Fantasie, die ausgespielt wird, ist die von der hundertprozentigen Wahlbeteiligung. Es gibt ja, also in der Demokratietheorie in den 20er Jahren gibt es sehr bald eine Engführung mit der Medientheorie bei Walter Lippmann, vor allem in den USA, der dieses berühmte Buch schreibt, The Phantom Public in 1922, wo er sagt, wir haben eigentlich das Problem, dass wir gar nicht wissen, wer das Volk ist, nicht? Und das wird teilweise medial konstruiert, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich interessant, dass ihm dieses Problem erst auffällt, 3 Jahre nachdem das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, aber so ist es. Und von da an ist das die große Herausforderung der Demokratie, wie organisieren wir Willensbildung, wie organisieren wir die Öffentlichkeit so, dass demokratische Prozesse überhaupt noch möglich sind. Und das ist eigentlich genau das Lippmann-Problem, was da aufgegriffen wird. Dass die sagen, unsere Userbase ist fast so groß, fast deckungsgleich mit den Wahlberechtigten in den USA, wir können doch jetzt dieses Problem lösen. Und wir können, das ist die diese rousseau'sche Fantasie der Volonté Générale, des allgemeinen Volkswillens, die da ausagiert wird, die May zum Ausdruck bringt. Und die stellt er für mich auch nicht in Frage. Ja, also das prinzipiell mal ist das ein positives Ziel, wenn es möglich wäre. Die Frage ist dann, wer es bezahlt und ob das irgendwie sauber reguliert ist. Aber im Grundsatz sagt uns der Film, das ist eigentlich schon okay. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob der Film hier zur Stellung bezieht. Er bringt es halt in so einer pointierten Art und Weise. Gerade in den USA muss man das noch durchkontextualisieren, ist natürlich sozusagen dieser Eingriff des Staates, den Einzelnen zur Wahl zu treiben, vielleicht noch noch abstoßender in einem libertär konstruierten Staatswesen, sodass ich jetzt dem Film das nicht unterstellen möchte, dass er das positiv konnotiert. Ich glaube, er, und das kann ich wieder quasi nur spiegeln zu dem, wie die Protagonisten diese Ideen vermarkten, welche Rechtfertigungsnarrative dahinter kommen, da ist diese Demokratie und Menschenrechtsunterlegung eine ganz starke. Also da wird nur aufgenommen, wie eben heutzutage für den Einsatz von vollständiger Transparenz und dergleichen eingetreten wird. Ob der Regisseur, ob das Drehbuch jetzt dann wirklich das positiv konnotiert oder gegebenenfalls sogar in dieser übertriebenen Positivkonnotation zur kritischen Debatte stellt,
dafür bin ich nicht hinreichend filmwissenschaftlich ausgebildet. Meine Intuition wäre, das ist too much. Und deswegen müsste man das nochmal auf den Tisch legen, gerade weil man eben Demokratie theoretisch sich überlegen kann, ob Demokratie wirklich mit dem Willen des abstimmenden Volkes gleichzustellen ist oder ob nicht die Volonté Générale ja doch was anderes ist als der Wille des tatsächlich des Volkes, die dir mal jetzt so des Wahlvolkes, das zur Wahl getrieben wird. Und was wir natürlich über den Film hinaus nachdenken müssen, ob funktionierende Demokratien nicht immer durch republikanische Elemente auch funktionieren, in denen dann gewisse politische Eliten einen, möchte ich mal sagen, Ausgleich schaffen gegen den gerade geäußerten Volkswillen. Mit diesem Begriff sollte man in Deutschland vorsichtig sein, aber der wird ja hier gerade so ein bisschen bespielt. Und diese Fragen stellen sich in der Tat in der Zukunft, wenn natürlich Wahlen quasi gleichgestellt sind mit dem, wie ist das, Zufriedenheitssurvey, bin ich mir auch nicht so sicher, ob da jeder Demokratietheoretiker sagen würde, genau, damit haben wir endlich mal den Begriff der Demokratie richtig auf den Punkt gebracht. Also deswegen, der Film nimmt diese Argumente auf und gibt sie ungefiltert, wenn man so will, oder etwas sogar hochgepusht wieder. Und wir müssen, glaube ich, in der Tat darüber nachdenken, ob das der Weg vorwärts sein kann und sein soll oder ob wir nicht zurück zu republikanischen Idealen oder uns diese Stärke bewusst werden. Wir sehen ja gerade in England, was passiert, wenn eine britische Elite sich selbst zerlegt. Ja, ich komme ja nun aus der Schweiz und ja, genau. Wir haben zum Begriff des Volkswillens ein etwas unbefangeneres Verhältnis und stellen den pro Jahr etwa 12 Mal fest in Abstimmungen und der kann sich auch ändern und so. Und also die Brexit-Debatte sollten wir besser nicht anfangen, aber wie man ein non-binding Referendum so ernst nehmen kann und keine Checks im Parlament hat. Also wenn in der Schweiz sowas passiert, korrigiert das Parlament den Fehler. Aber das ist eine andere Debatte. Ja. Also nur noch eine, sagen wir mal, eine Anmerkung aus filmwissenschaftlicher Sicht. Ich habe es jetzt eben tatsächlich so zugespitzt und habe auch gesagt, ja, aber der Film sagt doch genau das. Er sagt immer beides. Also die Hollywood-Filme, wenn sie solche kontroversen Themen aufgreifen, dann sind sie strategisch ambig und lassen immer beide Lesarten zu. Das heißt, ein Libertärer wird sagen, wie schrecklich, dann, also ich meine, das große Problem in den USA ist ja im Moment die organisierte Voter Suppression und nicht die Integration, die Bemühung der Integration der gesamten Wahlbevölkerung in den demokratischen Prozess, sondern eigentlich der strategische Ausschluss vor allem von Minderheiten. Und aus einer, sagen wir jetzt mal, libertär rechten Sicht könnte man sagen, das ist eine furchtbare Fantasie, weil dann können ja wirklich alle wählen und das wollen wir gar nicht. Und aus einer linksliberalen Sicht könnte man sagen, ja, ganz toll, Technologie macht es endlich möglich und so kriegen wir das Problem gelöst. Und beide Lesarten sind möglich und das Ende kann man auch ambivalent lesen. Also da kann man auch sagen, diese Figur hat dann am Ende doch irgendwie eine messianische Auffassung von Technologie und setzt die gewissermaßen gegen die Corporate Heads durch und man kann sich dann aber fragen, was das eigentlich genau soll. Genau, aber das rechne ich dem Film sogar positiv an, dass er uns diesbezüglich in die Debatte schickt. Dass das natürlich aus deren Sicht zynisch strategisch gemacht wurde, geschenkt, aber ich glaube, wir brauchen eine Debatte oder wir sollten eine Debatte führen, um diese Fragen, die ich am Anfang angesprochen habe, Vertrauen, Privatheit, Macht, unter diesem Aspekt der schwachen künstlichen Intelligenz und vielleicht noch den Vertrauensaspekt, den habe ich noch nicht so angesprochen, der ist mir noch wichtig. Normalerweise, glaube ich, funktionieren unsere Gesellschaften mit einem, wie auch immer, wohl auch rechtlich hergestellten Vertrauen. Ich kann aber dir heute nicht ernsthaft vertrauen, dass du mich nicht umbringst. Das ist letztlich ein kontrafaktisches. Es kann immer mal sein, dass du es tatsächlich durchziehst. Man weiß es nicht. Wir haben keine Bodyscanner gehabt hier am Anfang. Und diese Vision, die hier dahinter steckt, ist eine
Zero Trust, einen von wenig oder von keinem Vertrauen in andere Menschen geprägten sozialen Gemeinwesen, sondern eben eine von Technik abgesicherten, in Technik vertrauenden Gemeinwesen. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, in der Wirklichkeit sehen, dass wir ein Schwinden von Vertrauen in menschliche Entscheidungsträger und auch sonst Mitmenschen haben und wir das supplementieren oder kompensieren durch Technik, die dann auch gegebenenfalls einen Eingriff in Privatheit oder eine Reduktion von Privatheit auf null durchführt. Aber dafür haben wir die Reduktion von Kindesentführungen um 99%, wenn dieser eine kurze Dialog mit dieser Entwicklerin. Und das Spannende daran ist, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Repräsentantin eines deutschen Bundeslandes in China. China benutzt kurioserweise genau diesen Narrativ für ihre Vollüberwachung in Städten. Nämlich, dass man Kindesentführung innerhalb von, ich glaube, 90 Minuten oft aufklären kann. Ja? Und wer wird schon gegen Kindesentführungen sein? Im Gegenteil. Und ich als Jungvater würde auch sagen, natürlich, egal. Aber die Implikationen, die wir damit sehen, die müssen wir hinnehmen. Wir sehen überall Unsicherheit und diese Unsicherheit wird uns genommen, indem wir Technik einsetzen. Wir haben kein Vertrauen mehr, das da mitschwingt, sondern also in Vertrauen in Mitmenschen, sondern vielleicht auch erzwungenes Vertrauen in Mitmenschen, weil es anders nicht früher geklappt hat und ersetzen es eben durch Big Brother ist eigentlich eine falsche Metapher mittlerweile, weil das Big Brother wesentlich einfacher strukturiert war, als es in der heutigen Welt mit diesen vielen Kameras und Machtkonzentration eben nicht mehr im Staat, sondern in anderen Akteuren möglich ist. Und das Spannende, ein letzter Punkt ist eben, dass der Einzelne, das haben wir ja auch in diesen permanenten Leuten, die dann mit den Videos, mit den Handys und Tablets rumgelaufen sind, die Einzelnen werden ja quasi für dieses Überwachungsprojekt rekrutiert und dadurch für dieses Projekt auch gewonnen, dass sie dafür natürlich eigene, sich sozusagen zum Foucaultianisch gedacht, zum Durchsetzer ihrer eigenen Unterwerfung machen, ist wieder eine andere Dimension. Aber das ist, glaube ich, auch angedeutet zumindest. Da vielleicht lese ich auch zu viel hinein. Im Übrigen, also nur ganz kurz, um noch eine medienarchäologische Anmerkung zu machen. Es gab mal, da könnten wir jetzt eine Umfrage machen, wer erinnert sich noch an Jenny Cam? Niemand. Nur Sie. Genau. Dafür haben wir ihn. Gucken Sie mal Jenny Cam. Das ist wirklich was aus den Urzeiten des Internets. Eine junge Frau in Kalifornien, die eine Webcam in ihrem Schlafzimmer installiert und eigentlich genau das macht, was die May im Film dann macht. Also gewissermaßen für die Kamera lebt. Dazu gibt es auch eine ganze... Ja, bitte? Ja. Jenny Cam. Und das ist aber dann ein Experiment, hat ein paar Monate gedauert, aber eine unglaubliche kritische Literatur produziert und ist dann wieder verschwunden. Aber das war mal die Aufregung des Tages in der Frühzeit des Internets und es ist durchaus auch interessant, sich zu fragen, wie sowas kommt und dann auch einfach wieder verschwindet. Nicht? Zwei Anmerkungen vielleicht noch, bevor wir die Diskussion zum Publikum öffnen. Etwas Böses über Hollywood und etwas Gutes über Hollywood, das Gute zuerst. Ich glaube nicht, dass diese Ambiguität zynisch ist und ich glaube, die hat sogar eine Social Utility, die hat eine soziale Nützlichkeit. Man könnte so weit gehen und sagen, Hollywood ist der einzige Bereich der amerikanischen Öffentlichkeit an diesem Punkt, der nicht durch und durch polarisiert, politisiert ist. Also Mainstream-Filme, Mainstream-Blockbuster-Filme sind das einzige kulturelle Kommunikationsformat, das noch halbwegs integrieren funktioniert und das funktioniert nur über diese strategischen Ambiguitäten. Er sagt auch was über die Gesellschaft aus, aber trotzdem, also in die Avenger-Filme können immer noch alle reingehen und rauskommen, ohne sich gegenseitig politische Invektiven an den Kopf zu schmeißen. Und das ist als Social Utility, glaube ich, nicht ganz so
vernachlässigen. Das Negative betrifft den völligen Mangel an Vertrauen. Also, das hast du sehr schön beschrieben, nicht? Das ist eine Welt, in der man von Zero Trust ausgeht und technische Supplemente für Vertrauen herstellen will. Das ist ja auch mit der, die leben wahrscheinlich irgendwo in Nevada oder in einem Hinterland von Kalifornien, die Familie und San Francisco als Gegensatz sehr schön aufgeführt kriegt. Da gibt es die Familien-Community, gelebte Beziehungen über Jahre hinauf aufgebaut. Da ist Vertrauen erworben, gelebt, und in San Francisco kennt eigentlich niemanden, und die ganzen Communities werden elektronisch generiert, und diese unglaubliche Szene am Anfang, wo sie ganz besorgt darauf hingewiesen wird, dass sie an all diesen freiwilligen Dingen unbedingt teilnehmen muss, da geht es ja genau darum, dass gesagt wird, also hier hast du kein Vertrauen und wir brauchen Substitute. Genauso behandelt Hollywood seine Kunden, wenn es um Copyright Dinge angeht. Also wenn Sie die Copyright-Regime anschauen und die Art und Weise, wie Hollywood auch bei der Internetdistribution mit Tracking von Filmanschauen, Zirkulation von digitalen Kopien vorgeht, sehen Sie, dass die eigentlich davon ausgehen, dass jeder, der ihre Filme anschaut, ein Dieb ist, der das klauen würde, wenn er könnte. Die nigerianische Filmindustrie gibt da schöne Gegenbeispiele. Die funktioniert ohne Copyright-Regime, aber sie funktioniert, weil die Leute wissen, dass wenn sie gar nichts bezahlen, dann kommen keine neuen Filme. Und davon könnte Hollywood was lernen. Aber die operieren mit einem Zero-Trust-Modell und müssen das dann auch komplementieren. Und insofern handelt dieser Film auch ein bisschen nicht nur von Silicon Valley, sondern von Hollywood. Ja. Haben Sie Fragen, Diskussionsbeiträge? Ja, bitte sehr. Ich renne jetzt rum. Ah, nee, da kommt jemand mit dem Mikrofon. Bitte darum, das einmal durch. Guten Abend. Erstmal vielen Dank für die Beiträge. Ich vermisse einen Standpunkt. Sie haben das ja vorhin ein bisschen aufgefächert, wie man das politisch deuten kann. Ich finde, es fehlt folgende Perspektive, nämlich also in diesen Darstellungen, ob man das jetzt eher republikanisch oder linksliberal deuten kann, wird ja immer unterstellt, und das repräsentiert der Film ja auch am Schluss, wo die beiden Leader sozusagen bloßgestellt werden, dass diese Technik quasi, wenn sie mal implementiert ist, sozusagen von alleine läuft und für jeden gleichermaßen gilt. Genau das ist aber nicht der Fall. Und diese Ebene fehlt, finde ich, völlig, auch jetzt bisher in der Diskussion, dass nämlich, darauf hat auch der Herr Stallman hingewiesen, bei dem ich gestern war, der in der Uni einen Vortrag gehalten hat, also Mitbegründer von der Free Software Bewegung, dass es nämlich ganz entscheidender Unterschied ist zwischen Free, also ist eine etwas andere Ebene, aber gehört da, finde ich, mit rein, zwischen Free Software und Not Free oder Non-Free Software, dass bei der Non-Free Software letztlich die User abhängig sind von demjenigen, der das Programm entworfen hat, beziehungsweise der es besitzt. Ja, und dass das bei Free Software eben nicht der Fall ist und hier eben genau dieser Punkt dann wirklich irreal wird am Schluss, dass es tatsächlich möglich wird für die Hauptdarstellerin, die beiden zu dekouvrieren. Das würde natürlich in Wahrheit so nie passieren, die würden sich nie diese Blöße geben, und deswegen bleibt ja auch dieser Tyrone oder wie dieser... Ty Lafitte. Ja, Lafitte bleibt ja im Grunde eine völlig unklare Figur, der da angeblich sozusagen undercover existieren kann und dann aber auf einmal die Möglichkeit hat, ja, diese Leute sozusagen auszuziehen. Also das ist irreal. Ja? Deswegen kann auch nur diese zweite Deutung funktionieren, von der Sie gesprochen haben, nämlich dass ja dann tatsächlich 99% aller Vergewaltigungen und was es als sonst noch Schlimmes auf der Welt gibt, verhindert werden können. Ja? Das ist eben der Trugschluss. Ja? Denn die Leute, die dieses System in der Hand haben und kontrollieren, die werden den Teufel tun, sich selber dem zu unterwerfen.
das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und das, finde ich, ist in der Tat heute eine sehr wichtige Fragestellung. Ich habe neulich, ganz kurz noch diese Bemerkung, ich habe neulich einen Trailer gesehen auf YouTube. Da ging es darum, dass es sogenannte gesichtserkennende, wie heißen diese Teile, die überall rumfliegen? Drohnen geben soll, die auch sozusagen dann Leute exekutieren können. Das war erstmal als Science Fiction aufgemacht, aber dann danach sprach dann ein Professor, also den gibt es wirklich, ich weiß leider den Namen nicht, dass wir auf dem besten Weg dahin sind, dass es Drohnen irgendwann geben wird, die halt dann sozusagen Leute exekutieren mit Gesichtserkennung. Das wollte ich gerne noch einwerfen an der Stelle. Sie haben recht, wir haben es nicht deutlich genug herausgearbeitet, aber das meinte ich mit der Machtfrage. Und diese Machtfrage, die sich natürlich in bestimmten Tech-Companies beziehungsweise vielleicht dann auch den Führungsebenen, Führungskadern dieser Tech-Companies bald, die meinte ich durchaus auch kritisch. Die Frage ist nur, wollen wir das Ganze so in einem zynischen Muster sehen und wirklich denken, dass das alles Überwachungskapitalisten sind, die nur ihre eigene Tasche wirtschaften. Ich kenne diese Herren und Damen gibt es wahrscheinlich nicht, Herren nicht, um das wirklich endgültig beantworten zu können. Wir müssen, glaube ich, nur die Frage stellen, und das meinte ich mit meinem Eingangsstatement, dass diese Visionen, ob man sie jetzt dystopisch oder utopisch konstruiert, eben für ganz verschiedene aus ganz verschiedenen Motiven heraus verfolgt werden können. Also die einen, wie wir es hier bei Tom Hanks gesehen haben, der macht das offensichtlich, wird zumindest angedeutet, aus Motiven von Machtgewinn und wahrscheinlich auch finanziellen Gewinn. Das Haus, das man kurz gesehen hat, sah jetzt ganz nett aus. Aber es gibt eben auch andere Motive, und das war mit der Emma Watson eben abgebildet, die das wahrscheinlich, so sieht es aus, tatsächlich aus dem Glauben heraus macht, die Welt zu verbessern. Die Ärztin, die wir gesehen haben, die macht das, um Krankheiten zu kurieren. Es fehlt noch sozusagen der Tyrann, der das einsetzt, um sein autoritäres Regime durchzuführen. Aber das meinte ich eben, ich glaube sogar der Erfolg dieser Technologie hängt damit zusammen, dass es jeder für seine eigenen Ziele einsetzen kann. Diese normative Offenheit der künstlichen Intelligenz, die Funktionalisierbarkeit und Instrumentalisierbarkeit für verschiedene Motive und Motivbündel ist eigentlich ganz verpannt und wird zumindest in dem Film angedeutet, ist natürlich nicht herausgearbeitet in aller Schärfe, aber das, Sie sehen, jetzt fange ich zum Interpretieren an, das lese ich hier ansatzweise hinein zumindest. Aber also es gibt sicher eine Lesart, die man durch den Film durchlegen kann, die techno-optimistisch ist. Also die sagt, die Technologie ist inhärent emanzipatorisch, und wenn sie nicht den falschen Leuten in die Hände fällt, wie zum Beispiel diesen beiden finsteren Herren, die von Tom Hanks und Patton Oswalt gespielt werden, dann kann sie ihre emanzipatorische Wirkung tun. Und ich hatte eigentlich gemeint, dass Sie noch auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich auf die strikte USA-Zentrik dieser Darstellung hier. Man kann über die EU vieles sagen, aber die EU ist ja in gewissem Maße ein Regulierungsalgorithmus, mehr als im Wesentlichen ist das, was die EU ist und tut. Und als solcher ist er sehr machtvoll, weil die ganzen Handelsgebiete, die zugeschaltet werden, die müssen sich ja diesen Algorithmus zu eigen machen. Jetzt neuerdings große Teile Südamerikas und so. Und als solcher ist die EU eigentlich das einzige Gegengewicht zu den Tech-Unternehmen in den USA, das es überhaupt noch gibt. Ne? Also weil die einfach die Marktzutrittsregeln so aufstellen, dass bestimmte Transparenzforderungen gestellt werden, die in den USA nicht durchgesetzt werden. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt seit dem 1. Januar, wenn Sie eine amerikanische Website anwählen, dann müssen Sie die Cookie-Einstellungen modifizieren, weil das nach EU-Recht jetzt gefordert ist, und da können sie auch die Datenabgabe verweigern. Und das heißt, man müsste das auch in einem globalen Kontext noch anschauen. Es gibt noch eine andere Machtdimension, die damit zu tun hat, dass diese Technologien in bestimmten Gegenden der Welt gewissermaßen die Default-Option der Kommunikation sind. Ich hatte vorhin Nigeria genannt. Alle Nigerianer sind auf WhatsApp.
alle, die ich kenne, jedenfalls. Und alle haben ein Mobiltelefon. Und das heißt, WhatsApp ist das Substitut für die Post, die es schon lange nicht mehr gibt und das nicht funktionierende Telefonnetz und alle anderen staatlichen Dienste, die auch nur noch teilweise funktionieren. Und es gibt Leute in Nigeria, die Nigeria als Failed State betrachten, aber es gibt sicherlich starke Probleme mit den Leistungen des Staates. Und dann tritt so ein Tech-Dienst ein und schafft ein funktionierendes Substitut, das Kommunikation überhaupt erst möglich macht. Aber das ist eine proprietäre Software, die Facebook gehört. Und in diesem Sinne ist eigentlich die ganze soziale Kommunikation im größten Land Afrikas Eigentum eines Tech-Konzerns in San Jose. Und das ist nicht trivial. Genau, und die wollen das jetzt eben öffnen für Analysen und dergleichen mehr. Und natürlich Strafverfolger weltweit sind interessiert, auf diese Chats zuzugreifen. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, das entsprechend aufzumachen. Also das, bitte in Anführungszeichen setzen, einschließlich der EU. Also die EU ist hier auch auf dem starken Trip mit entsprechenden Regulierungsvorschlägen, Gesetzgebungsvorschlägen, diese geschlossenen Kommunikationsräume, geschlossen zumindest für staatliche Strafverfolger geschlossen, aufzuhebeln über verschiedene Tricks, würde ich mal sagen. Und deswegen, die staatliche Dimension ist in dem Film in dem Sinne unterbelichtet. Da kommt der Staat ja nur so als sehr, sehr schwach daher. Da steckt natürlich auch Musik drinnen, der Kampf, möchte ich mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen verschiedenen Interessen, einschließlich staatlicher Interessen und Tech-Company-Interessen, individuelle Interessen, der ist gerade erst wirklich am Hochkochen. Ja, eine weitere Frage. Bitte. Das war ein sehr gut ausgewählter Film und ist auch eine interessante Diskussion, aber ich habe doch eine ketzerische Bemerkung. Es war kein Film über Artificial Intelligence, es war ein Film über Social Networking. Da gibt es Überschneidungen. Die Überschneidungen liegen, dass es Datenverarbeitung gibt, es gibt Sensoren und so weiter. Aber der Unterschied ist, dass alle wichtigen Entscheidungen, dramaturgisch wichtigen Entscheidungen von Menschen getroffen werden, nicht von Algorithmen. Beispielsweise die Suche nach den beiden Bösewichten. Da haben wir keine Facial Recognition Software, die erkennen, sondern es sind Leute vor Ort, die auf ihren Handys das vergleichen. Und was wir haben, sind Strukturen. Es ist so eine Art Zusammenschaltung zwischen dem altbekannten Lynchmob und dem Paparazzi-Phänomen. Das Paradoxe ist, dass die Kindesmörderin nicht zu Tode kommt, aber derjenige, der für die Freundschaft gesucht wird, der kommt um. Das ist ein dramaturgisch geschicktes Paradox, aber artifizielle Intelligenz würde heißen, dass die wichtigen Entscheidungen nicht mehr von Menschen getroffen werden. Davon sind wir im Film noch ganz weit entfernt. Und am Anfang haben Sie die Unterscheidung aufgemacht zwischen schwacher artifizieller Intelligenz und starker. Ich glaube, das ist eine naive Vorstellung, wenn Sie sagen, die schwache Intelligenz ist nur dafür zuständig, dieses Problem oder jenes Problem zu lösen. Denn künstliche Intelligenz heißt, dass diese Intelligenz gut darin ist, immer schneller etwas zu lernen, egal was. Und artifizielle Intelligenz heißt dann auch, wenn nicht mehr Sie entscheiden, welche Strecke Sie von Offenbach oder von Frankfurt nach Offenbach fahren, sondern das GPS entscheidet das. Oder wenn Sie als Strafrechtler nicht mehr selbst entscheiden, welches Strafmaß Sie zumessen, sondern wenn Sie auf eine künstliche Intelligenz, auf einen Algorithmus zurückgreifen und Sie setzen dann noch als Jurist noch Ihre Unterschrift darunter. Davon sind wir noch entfernt, aber und wir können an dem Film, in dem es eigentlich um Social Network geht, auch artifizielle Intelligenz diskutieren, aber trotzdem gibt es da einen Kategorienunterschied. Vielleicht nur ganz kurz, danke für den Hinweis. Jetzt sind wir dann doch in den Tiefen oder Untiefen der Definition, was künstliche Intelligenz heißt, drin. Und darüber
werden Bücher geschrieben quasi. Ich denke, dass wir heute, aber darüber können wir diskutieren, eine Neukonfiguration dessen sehen, was wir unter KI verstehen. Gehen Sie mal, lesen Sie einfach Zeitungen. 10 Artikel über künstliche Intelligenz müssen heute in jeder Ausgabe einer Zeitung drin sein, übertrieben, aber es ist wirklich überall. Die Entscheidungen werden nicht notwendigerweise von Algorithmen endgültig getroffen, sondern the human in the loop kann immer noch dabei sein. Die Frage ist dann in der Tat, wie stark sind die entsprechenden Entscheidungsträger, die da in the loop sind? Sind das bloß Exekutoren eines vordeterminierten algorithmischen, bitte wirklich in Anführungszeichen, Willens, weil die haben noch keinen Willen, diese Maschinen oder diese Algorithmen. Also deswegen sind wir in einer Definitionsfrage. Ich habe den Eindruck, aber der mag falsch sein, dass wir im Rahmen der heutigen Diskussionskultur, Diskussionslage eine extreme Weitung des KI-Begriffs sehen, der eben nicht nur die endgültige Entscheidungszuständigkeit bei Algorithmen sieht, sondern auch Vorbereitungen, große Datenanalysen, die dann zu Ergebnisse ausspuckt, die dann weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel, dass man eben offensichtlich alle Bilddateien, das war jetzt bei dieser Soul-Search-Geschichte angedeutet, einfach mal Gesichtserkennung flächendeckend drüber laufen lässt und dann sagt, das ist die Person. Das würde ich schon auch unter KI setzen. Dass dann ein Strafverfolger oder ein Bürger dieses Bild nimmt und sagt, oh, die Person ist irgendwo in England und dann klinke ich mich da ein und schaue da mal genauer, spricht nicht dagegen, diese Vorsortierung, dieses algorithmische Durchforsten von großen Datensätzen unter dem Header KI laufen zu lassen. Aber darüber könnten wir jetzt, wie gesagt, wochenlang streiten. Mein Eindruck ist, dass wir eine Neukonfiguration dieses Begriffs sehen, weg von diesem starken KI-Bezug, also das sind dann die intelligenten Systeme, hin zu Problemlösungen für spezifische Probleme, die allerdings nicht zwingend dann die Endentscheidung treffen, sondern die Menschen nur enablen, um es mal mit der Kaffeetasse im Arm zu sagen, enablen, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen richtig, und der Begriff KI, oder Sie sprechen von artifizieller Intelligenz, auch darüber können wir uns lange unterhalten. Ich, wie gesagt, aus einer reinen Beobachterperspektive habe die Vermutung, dass wir eine Bedeutungsverschiebung einfach haben. Wir haben gleich zwei Fragen, aber ich will eine Anmerkung noch nachreichen. Die Vorstellung von künstlicher Intelligenz, die entscheidungsfähig ist, die ist ja im Kino gut ausgebaut. Das ist HAL in 2001. Der fällt Entscheidung. Der macht die Luke dicht und sagt, du bleibst jetzt draußen, weil du bist in Gefahr für den Operationsplan. Ich musste die Entscheidung... Entschuldigung? Dark Star, ja. Genau. Ja, da kann die Bombe ja auch denken. Die kann ja dann durch kartesianische Argumentation an der Explosion gehindert werden. Aber das ist ja die Parodie von 2001 und die muss das noch überbieten. John Carpenter, Dark Star, müssen Sie alle sehen, falls Sie den nicht kennen. Carpenter hat gesagt, ich habe 2001 gesehen und mich gefragt, wo gehen die zur Toilette? Dann habe ich Dark Star gemacht. Aber HAL fällt Entscheidungen, nicht? Und das ist als filmische Möglichkeit und dramaturgische Konzeption ist das voll instanziert und das gibt es ja dann nachher in Science-Fiction-Filmen durchaus auch wieder, ist aber Vorgriff auf eine Situation, die wir eindeutig noch nicht haben. Ja. Also in der Welt leben wir noch nicht ganz. Es ist die Frage, was Entscheidung ist. Also ist ja. Der Begriff Entscheidung, normalerweise würden wir ihn eben mit einem gewissen Verständnis untermauern und ihn nicht als einfach algorithmischen Output gleichsetzen. Ja. Aber auch hier achten Sie mal darauf, wie heutzutage in der Presse
und auch von Forschern, interessierten Forscherkreisen geschrieben wird. Natürlich treffen diese Algorithmen heute Entscheidungen. Das wird völlig in den Raum unproblematisch, dass diese Algorithmen Entscheidungen treffen. Darüber kann man sich streiten und interessanterweise sind die kritischen Informatiker, die sagen, das stimmt nicht, die treffen keine Entscheidungen, die rechnen einen Input durch einen Throughput in einen Output. Ja, also genau, es gibt ganz viele Fragen und ich habe noch zwei Dinge zu sagen, aber ich stelle die zurück und ich kenne jemanden, der baut Überwachungskameras und der hat mal gesagt, ich baue eine Überwachungskamera, das ist meine neueste Innovation, die macht keine Bilder mehr, die fällt Entscheidungen. Also die registriert optische Phänomene und dann werden die gesondert und es kommt eben ein Output raus in Form einer Ja-Nein-Entscheidung, die aber sehr limitiert ist, was den Objektbereich angeht. Und da müssten wir jetzt soziologisch und philosophisch rangehen und entscheidungstheoretisch das nochmal durchgehen und schauen, ist das überhaupt eine Entscheidung? Und was ich mir vorhin auch überlegt habe beim Zuhören der Diskussion, eine der dramaturgischen Schwächen dieses Films, dass er versucht, Entscheidungsprobleme zu formulieren, die eigentlich gar nicht mehr Entscheidungsprobleme sind. Die May Holland soll da irgendwie Entscheidungen formulieren und am Ende ist sie einfach eine Klempnerin, die dafür sorgt, dass das System besser funktioniert. Und das ist eigentlich keine Entscheidung, sondern eine Dienstleistung. Und da müsste man aber auch nochmal länger drüber nachdenken. Wir gehen jetzt brav wie an der Uni der Reihe nach. Der Herr in der ersten Reihe war, oder Sie wollten gerade dazu. Das ist die Ausnahmeregelung im Unibetrieb. Gerade dazu. Entschuldigung. Genau. Und zwar, gut, vorhin hätte ich gerne schon mal zum Film an sich gesagt, das ist ja eine Literaturverfilmung eigentlich. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier den Roman gelesen haben auch. Dave Eggers, ja. Genau. Der ist schon sehr anders. Also der hat das wesentlich besser hinbekommen, worum es eigentlich geht. Meiner Meinung nach ist es schon sehr wieder vom Hollywood dann in die Richtung gebracht bei worden. Eggers hat ein Drehbuch Helden und wir schaffen es und so weiter und alles ein bisschen doch verändert, denn bei Eggers sieht man diesen langsamen Verlauf. Also es ist noch viel mehr dieses Gefühl, wir sind zwar in einer ungewissen, also in einer nahen Zukunft und doch während des Romans ständig spürt man, wir sind schon mittendrin. Also es ist genauso eigentlich jetzt schon, nur eben, wie schon ja gesagt wurde, auch diese Kombination von Apple, Google und so weiter. Was wir jetzt auch mittlerweile schon haben, ja, denn es ist ja nicht nur so, dass Google und Apple und Facebook, nicht Facebook, sorry, Zuckerberg meine ich natürlich mit WhatsApp und so weiter, die teilen sich ja alles mittlerweile. Also das sind ja eigentlich, also YouTube gehört jetzt mittlerweile zu Google und also alles ist eigentlich mittlerweile aufgeteilt mittlerweile zwischen Google und Zuckerberg. Vergessen Sie Amazon nicht, Amazon ist halt auch viele. Amazon, genau, kommt noch, das sind die drei und dann natürlich Apple, wo auch immer die dann noch Microsoft, über... Microsoft ist auch stark. Microsoft, also genau. Also es gibt ein paar Silicon Valley, genau, verschiedene Silicon Valley und die regieren die Welt in gewisser Weise, zumindest die WWW, also die World Wide Web World, und das ist ja tatsächlich, wie wir jetzt gerade auch Nigeria und so weiter, also das ist ja eigentlich das Problem. Dann wurde hier bemängelt, Social Networking ist eigentlich hier das Thema und nicht Artificial Intelligence. Die Frage ist ja, was, also wenn man jetzt wiederum sich fragt, wie werden Entscheidungen überhaupt getroffen? Wir machen das teilweise ja übers Gefühl, wie wir die Hirnforscher immer wieder feststellen, dass da bevor, also wenn man das jetzt genau beobachtet, in der Neurologie auch durch Computermöglichkeiten, die da neu sich ergeben haben, dann wird da festgestellt, dass, oder wurde festgestellt, dass eben immer Millisekunden, bevor dann die rationalen Teile funktionieren, also oder entscheiden, erstmal die Gefühle. Und das hängt dann immer von ganz vielen Faktoren auch natürlich ab, was ja auch die Psychologen schon früher mal, William James oder wer auch immer, die Wahrnehmungspsychologie, auch schon festgestellt haben. Und die Computer wiederum sind programmiert von Menschen, also wie uns allen. Und das wurde ja, glaube ich, auch schon kurz angeschnitten, das Thema. Das heißt, eigentlich muss man sich vor diesen merkwürdigen Herr-Typen nicht so sehr sorgen, das wurde auch schon bemerkt, solange sie so programmiert sind, dass sie den Menschen vor allem dienen, ja, sozusagen. Die Gefahr besteht ja erst dann, wenn Herr auf die Idee kommt, oh, ich bin ja so programmiert, wie es im Film Kubricks ja auch passiert,
dass er sich selbst vor allem schützen muss und weil er merkt, oh, die Akkus oder was auch immer, ich muss jetzt dafür sorgen, dass erstmal alle anderen abgeschaltet und ich selbst bin eigentlich das, was zu retten ist oder das Raumschiff und so weiter. Und das könnte dann wiederum diese andere Problematik bringen, aber diese, ja, jetzt was das Social Networking betrifft, wollte ich noch sagen, was hier auch ein bisschen zu kurz kam, ganz kurz noch, das passt jetzt, glaube ich, als zum letzten. Ich hatte jetzt nur so ein bisschen was angesammelt, Entschuldigung, weil da so ein paar Dinge schon geäußert wurden. Genau, dann das letzte jetzt zu dem letzten Thema auch. Social Networking, was hier nicht so gut rauskommt, glaube ich, bei dem Film, und das ist bei Dave Eggers im Roman etwas besser rausgekommen, meiner Meinung nach. Die Problematik, dass wir alle auch manipulierbar sind. Wir versuchen uns davor zu schützen, so gut es geht, wenn wir einigermaßen reflektiert mit den Dingen umgehen. Und trotzdem wissen wir durch verschiedene geschichtliche Erfahrungen und so weiter und überhaupt immer noch, wie schnell Menschen manipulierbar sind. Und das sind die Algorithmen, die das heutzutage tun. Jeder, der ein iPhone hat oder auch andere wie heißen die Dinger, wenn man nicht das iPhone hat, dann sind es Smartphones, genau. Alle im Allgemeinen sind sie smart. Sehr, so smart, dass sie dann den Leuten selbst beim Telefonat scheinbar zuhören und dann immer wieder kleine Werbungen und so weiter zukommen lassen. Lies doch mal dieses Buch. Okay. Und das ist jetzt die eigentliche Frage dann noch am Ende. Wie geht man, wie wird damit umgegangen? Ja, also jetzt in der an den Rechtswissenschaftler vielleicht, die dramaturgischen Dinge habe ich jetzt mal ein bisschen rausgelassen, obwohl ich da auch finde, dass da auch sehr viel Manipulation auch wieder im Hollywood oder American Style stattfand, dramaturgisch im Vergleich zur Literatur. Aber hat man da denn juristisch überhaupt noch Möglichkeiten, sich gegen solche Manipulationen zu wehren? Denn wir werden ja alle dann durch diese Systeme, und das kam ja auch nicht so gut raus, wie im Roman, diese Massen, die eigentlich diese May dazu bringen, dass sie Dinge tut, das kommt hier ein bisschen zu kurz. Vielleicht sollten wir Ihnen jetzt genau die Frage beantworten lassen. Genau, das war's. Vielen Dank. Genau. Ja. Ich meine, die ganz einfache Frage, Sie haben wahrscheinlich immer zugestimmt. Also das ist der einfachste Kniff. Sie klicken irgendwann auf ein 100-seitiges Formular, wo Sie zustimmen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gelesen, die entsprechenden Bestimmungen. Sie können ja mal versuchen, die zu überschreiben und zu sagen, wir machen es anders. Dann sind Sie nicht mehr Teil des sozialen Netzwerks. Jetzt ganz. Sie wollten noch ganz kurz eine Frage stellen. Zu diesem Ausdruck, das schwache KI, da gibt es zwei Arten von Artificial Intelligence, wenn man das einfach aufteilt. Eine ist Expert Systems, das ist nur sortieren. Das ist Google Search. Das ist ganz einfach, kann nichts passieren. Es wird ein Apple in ein Box, in verschiedene Boxes. Aber ganz kurz, Google Search ist das Gefährlichste, was man sich vorstellen kann, weil das Ding Ihnen eben durchrastert, was oben hinkommt. Und es gibt Studien, dass Sie nicht über die erste Google-Suchseite hinausgehen. Das heißt, der Algorithmus ist nicht nur einfach, das gibt es alles, sondern der ist ja gerade smart und hat ein Bewertungssystem drin. Und dadurch verdient Google Geld, dass es eben bestimmte Searches nach oben schießt. So funktioniert das Ganze. Und das Gleiche übrigens in sozialen Netzwerken. Populäre Leute kriegen so viele Nachrichten und so viele Meldungen, die sie interessieren können, die könnte man nicht alle lesen. Deswegen werden Sachen algorithmisch nach oben gespült, die man dann am Anfang liest. Und dadurch entstehen Filterblasen und dergleichen mehr. Das läuft nicht über Algorithmen, das ist Neural Netz. Das ist self-learning Software. Das war AlphaGo. Man muss der Maschine zuerst die Spielregeln geben, lass die Maschine alle Bücher über Go lesen und dann darf die Maschine spielen. Die Maschine spielt, aber die läuft nicht über Algorithmen. Das ist zu einfach, weil Go ist ungeheuer kompliziert. Es hat mehr Möglichkeiten als die ganzen Atomen in dem Universum, die Outcomes sind wahnsinnig kompliziert. So kein Algorithmus kann das lösen. Aber Artificial Intelligence durch Neuronets, das kann es lernen. Und die beste Spieler der Welt besiegen. Aber Sie haben vielleicht recht, wenn Sie die Google Search mit Neuronets verbinden,
dann haben sie recht. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie recht, aber ich sage, dann sind sie total beschnappt, wenn sie das mit Technologie verbindet. Dann haben wir Skynet. Das dauert nur, das geht viel schneller. Ich glaube, wir haben im Saal einen Experten, der die Frage beantworten will. Ja. ich glaube nicht. Allerdings, ich würde auch jetzt hier Machine Learning nicht als, also nicht im direkt zweiten Schritt zum Skynet führend charakterisieren. Es bleibt ja im Grunde bei Algorithmen, die sich dann auch eben sehr gut verbessern und den Bedingungen anpassen und anhand der Daten lernen. AlphaGo Zero hat ja nur durch das Spiel gegen andere Go-Spielende quasi erlernt und nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch, ein Algorithmus in der Hinsicht, dass Daten reingehen und dann passiert was und dann kommen andere Daten raus. Insofern sind wir natürlich auch ein bisschen entfernt von so allgemeiner künstlicher Intelligenz. Was Sie jetzt angesprochen hatten, ist, was ich auch betonen möchte, das Motiv von Consent oder Einstimmung, Einwilligung, finde ich, ist ganz spannend, ziemlich zentral im Film auch. Also dieses Non-Disclosure Agreement, das die Protagonistin da verbally geben muss, die Tatsache, dass sie bei dieser Soul Search quasi eigentlich nicht einverstanden war, also nicht eigentlich, sie war nicht einverstanden, dass ihr Freund da gesucht wird. Und es wurde einfach gestartet dann. Und aber auch am Ende macht sie selbst das Gleiche und fragt im Grunde nicht nach Einwilligung, sondern tut das einfach. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt hier überspitzt dargestellt. In Wirklichkeit rechtlich sind die Leute da ziemlich abgesichert, in dem Menschen, denen halt wirklich zustimmen. Und bei allen Bemühungen der EU, die ich wirklich total löblich finde, sind diese ganzen Cookie-Banner immer noch von solchen Dark Patterns gedrängt. Insofern, dass die einfache Entscheidung immer die ist, die Firmen möchten. Damit kommt man offiziell kommt man da ganz gut raus, aber im Endeffekt ist es immer noch hochgradig manipulativ. Nudging könnte man sagen. Ich würde gerne nur kurz in die Runde werfen, weil wir ja auch über KI gesprochen haben, was das zum Beispiel noch tun kann, zum Beispiel auch im Bereich von Authentifikation im Internet und Vertrauen in die Tatsache, dass andere Menschen zum Beispiel mit einem kommunizieren. Wenn irgendjemand diese Deepfakes gesehen hat, die mittlerweile immer elaborierter werden und wirklich beeindruckend sind, beeindruckend auf eine sehr negative Art und Weise, da sieht man ja, dass wir wirklich nicht mehr mit Sicherheit davon ausgehen können, dass Menschen uns gegenüber sitzen. Also in Live-Situationen natürlich zum Glück noch schon, aber Video war eine der letzten Möglichkeiten, wirklich sicherzustellen, dass Dinge nicht irgendwie artifiziell generiert sind. Und ja, da würde mich natürlich Ihre Meinung in dem Kontext interessieren. Ja, meine Meinung dazu. Jetzt mache ich mal den klassischen Juristen. Ich sage jetzt nicht, es kommt drauf an, sondern wir müssen einfach kritisch drüber nachdenken. Und zwar insofern, als Jura oder einerseits sehr gerne normative Postulate vorgibt und dann denkt, die Welt unterwirft sich. Auf der anderen Seite werden natürlich Rechtswissen oder rechtliche Probleme auch durch die Welt generiert und, wenn Sie so wollen, das Recht die Welt treibt das Recht vor sich her. Wir müssen halt mit dem Problem jetzt umgehen. Wir suchen Wege, komischerweise sind dann Authentifikationsmechanismen quasi per Blockchain zum Beispiel, gerade die technischen Lösungen von technischen Schwierigkeiten werden hier gesucht. Ich meine, das Einfachste wäre halt, dass wir uns noch persönlich gegenübersetzen. Das wäre die klassische Variante, aber das vielleicht wollen wir nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns auch selber hinterfragen, wir machen uns jetzt sehr, sehr leicht und vielleicht komme ich jetzt auch zu sehr als Technik kritisch rüber. Wir wollen ja diese Vorteile der Technik ganz häufig nutzen. Und dann müssen wir bloß auch aufpassen, dass wir uns damit auch bestimmte Implikationen und Konsequenzen einkaufen. Und das ist der Grund, warum ich künstliche Intelligenz nicht quasi als Objektbereich definiere, den ich dann einfach mal als Jurist rechtlich regulieren muss und bei dem ich frage, hat der Agency oder nicht, ist es ein Rechtssubjekt oder nicht, sondern wir müssen, glaube ich, über die
gesellschaftlichen Implikationen dieser Entwicklungen nachdenken, weil die das Recht transformieren werden. Ich glaube, wir können noch eine allerletzte Frage annehmen, da in der hintersten Reihe der Herr, und dann wird uns das Filmmuseum langsam einfach auf die Straße stellen. Ja, das ist sehr nett. Und zwar würde ich gerne eigentlich zum Abschluss nochmal auf ein Thema kommen, was jetzt ein bisschen von der Überwachung weggeht und was einen aber auch sehr beunruhigen kann im Blick auf künstliche Intelligenz, was mich zumindest sehr beeindruckt, nicht beeindruckt, sondern beunruhigt ist, dass es doch irgendwie doch zunehmend menschliche Arbeit auch überflüssig machen kann und nicht nur ein hilfreiches Instrument, was es sicherlich auch ist, also angefangen vom autonomen Fahren, sicher Paris in Metro gibt es schon, ohne Zugfahrer kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so eine niedere Tätigkeit ist, das ist eigentlich auch eine komplexe Tätigkeit. Man hört aber auch davon im Bereich von geistiger Arbeit, also einfache Artikel sollen vielleicht in Zukunft über Programme, nenne ich das mal, zusammengestellt werden oder auch, ich habe auch schon gehört im Rundfunk, jetzt im Rechtswesen, vielleicht werden da Verträge oder AGBs abgeglichen, also da war die Rede davon, überall wo es um ja, standardisierte Prozesse geht, da wäre das möglich. Das würde ja unser Gesellschaftssystem irgendwie doch sehr radikal in Frage stellen und ich denke, die Antwort kann sicher nicht das bedingungslose Grundeinkommen sein. Und ja, das wäre jetzt vielleicht so, vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Das ist natürlich jetzt einfach schlicht und ergreifend, das gebe ich offen zu, meine Expertise, dass wir auch was die, da müssten Sie einen Arbeitsrechtler fragen und jemand, der sich in diesen Grundsätzen auskennt. Was ich, glaube ich, beobachten kann, dass wir natürlich Transformationen der Arbeitswelt sehen werden. Und in der Tat wird daran gearbeitet, bestimmte Standardaufgaben auch in der Juristerei outzusourcen auf entsprechende Programme, die schneller, besser, billiger sind. Also hier kommt wieder dieses Mantra durch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das funktionieren könnte. Die Negativ-Assoziationen, dass wir damit also alle jetzt arbeitslos werden, teile ich nicht, weil ich dann durchaus glaube, dass halt neue Aufgabenbereiche geschaffen werden. Und was also gerade aus juristischer Sicht natürlich dann zu verzeichnen sein wird, dass der Jurist eben nicht mehr Verträge selbst prüft, sondern er muss dann halt mit Informatikern zusammenarbeiten, der ein Programm entwickelt, das Verträge prüft. Also das sind dann die Transformationen, die hier einsteigen könnten, bezogen auf die juristischen Berufe. Dafür müssen wir vorbereitet sein, das müssen wir im Blick behalten. Wir dürfen da nicht überfahren werden, aber dass wir das jetzt quasi alles negativ assoziieren, das schien mir zu einfach. So, jetzt auch noch was dazu. In der Forschung über International Trade gibt es zum Beispiel Richard Baldwin, der sich mit Globalisierung und Postglobalisierung intensiv auseinandersetzt. Und eine seiner Diagnosen, die er gerade jüngst aufgelegt hat in einem Buch, das heißt The Globotics Revolution, lautet, dass die Dienstleistungsindustrien unmittelbar vor derselben Entwicklung stehen, die Manufacturing gerade durchgemacht hat in den letzten 30 oder 40 Jahren, dass unter Zuhilfenahme zum Beispiel von Übersetzungsprogrammen sehr viele Dienstleistungsfunktionen aus den Türmen hier drüben nach Pakistan ausgelagert werden oder sonst wo es hochqualifizierte Leute gibt, die einen Bruchteil dessen an Lohn ziehen, was hier in Frankfurt bezahlt wird. Und das heißt, bei den Dienstleistungsindustrien können wir davon ausgehen, da wird es eine ähnliche Arbeitsmigration dann, also Migration der Arbeit an andere Produktionsstandorte geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wie das beim sekundären Industriesektor seit etwa den 70er Jahren der Fall war. Die Zukunft liegt in der Medienindustrie. Und das ist jetzt hier mein Schlusswort. Das sind sichere Jobs. Das sind sichere Jobs. Und Strafrecht natürlich, ist auch gut. Gut, vielen herzlichen Dank. Es ist fast Mitternacht, wir müssen das Haus verlassen. Vielen Dank ans Filmmuseum für das Gastrecht, für diese Diskussion und Ihnen eine gute Heimkehr.